bin Pinterest-Marketing-Expertin und ich habe mich auf selbstständige Frauen und Unternehmerinnen spezialisiert gehabt im letzten Jahr und habe auch ausschließlich Pinterest-Marketing gemacht, hauptsächlich dann for you. Also sprich, ich habe das Management übernommen und habe Workshops gemacht und habe auch beraten. Und genau, also das hat alles gut funktioniert und ich hatte auch gut zu tun oder ich habe auch gut zu tun, Gott sei Dank. Aber also mir hat so ein bisschen was gefehlt irgendwie oder auch so das Gefühl, ja, da sprießen jetzt so ein bisschen die Expertinnen für Pinterest-Marketing aus dem Boden. Und ich hatte so das Bedürfnis, mich dann noch ein bisschen besser zu positionieren. Und natürlich ist das, also ist man da ja zeitlich begrenzt irgendwie, wie viel man leisten kann. Und mein Wunsch ist es schon über kurz oder lang, dass ich ein skalierbares Business aufbaue, also dass ich das in Form von einem Kurs zum Beispiel machen kann oder auch mehrere Menschen parallel begleiten kann in Programmen. Und ja, da hat mir so ein bisschen der Einstieg gefehlt, wie ich da auch am besten hinkomme. Ja, also es ist ja immer die eine Sache, sich etwas zu überlegen und dann zu sagen, jetzt biete ich hier mal was an oder das eben auf ja, solide Füße zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt Schritt für Schritt und ganz zum Schluss kommt dann halt das skalierbare Business hinten raus. Ich habe ja auch schon einen Online-Kurs entwickelt und bei dem ist es oder habe ich es eben auch selber gemerkt, dass wenn man einfach so einen Online-Kurs entwickelt, dass der sich eben nicht A, von selber verkauft zum einen und B, ja, dass man das, also mir hat so ein bisschen gefehlt, dass ich die Menschen trotzdem noch irgendwie begleiten kann. Also das ist ein reiner Selbstlernkurs und ja, ich habe den quasi verkauft oder ja, vergeben über ein Bundle und dann sind die Leute, machen das, aber ich sehe, dass sie es nicht zu Ende bringen. Und das ist was, was ich eben auch total schade finde und was ich eigentlich für meine Kunden nicht möchte. Also mir hat tatsächlich die Struktur gefehlt. Also sowohl was die Angebote angeht, also sprich eine Produkttreppe zu entwickeln, als auch diese Angebote in Content umzusetzen und die Menschen eben durch meinen Content auf meine Angebote hinzuweisen oder vorzubereiten. Und ja, da war ich völlig planlos. Also ich habe halt gepinnt und gepostet, was mir gerade eingefallen ist. Und das war halt nicht zielführend, also überhaupt nicht zielgerichtet. Und da hat mir eben der Fahrplan gefehlt, wie ich das am besten machen kann. Es hat sich unglaublich viel getan in den 3 Monaten, muss ich sagen. Also am Anfang war das noch so ein bisschen, dass ich unsicher war, wohin die Reise so geht. Da wusste ich ja auch noch gar nicht irgendwie, was würde mein Weg sein. Habe aber trotzdem versucht, mich da bestmöglich drauf einzulassen. Und dadurch, dass es wirklich so viel, also wir sind ja ganz tief nochmal eingestiegen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, was ist mir wichtig, was sind meine Werte. Und ich bin da tatsächlich, ja, krank drüber geworden, ist jetzt übertrieben, aber das hat unglaublich viel mit mir gemacht und ich habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Und irgendwann ist es ja wirklich so gewesen, dass ich aufgewacht bin und habe gewusst, das ist es. Und da war meine neue Positionierung, dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und ich weiß jetzt auch irgendwie, wofür ich brenne, ja, was mir wirklich wichtig ist und in welche Richtung die Reise gehen soll. Und ja, da war bei mir tatsächlich ein Knoten geplatzt. Also das hat eine Weile gedauert, bis das einfach bei mir so durch war. Aber das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auf Pinterest für Podcaster spezialisiert. Und Podcast war ja immer sowas, was ich, damit habe ich auch gestartet und habe das ja so schweren Herzens abgegeben. Und plötzlich war es so, als wenn sich alles wieder so zusammenfügen würde. Und ab dem Zeitpunkt war das so, dass ich gedacht habe, natürlich, ja, das, ja, natürlich. Aber ich glaube, also ich habe einfach A, diese Zeit gebraucht in 2020, um Pinterest, Marketing allgemein zu machen, um dann, durch dieses Programm quasi nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, so, wer ist es denn wirklich, mit wem ich zusammenarbeiten möchte? Und als sich dann der Schalter umgelegt hat, ja, da ist wirklich ein Knoten geplatzt, muss man sagen. Und seitdem brenne ich tatsächlich dafür, das auch umzusetzen. Wenn man sich neu oder besser oder nischiger positioniert, muss man die Website überarbeiten. Da bin ich gerade noch dran, damit ich dann tatsächlich auch die Menschen anspreche, die ich ansprechen möchte. Dann habe ich ein neues Freebie entwickelt, was jetzt ganz bald rauskommt. Ich habe mich dafür entschieden, im Zuge der Neupositionierung ein Rebranding zu machen und mir mein erstes Logo zu gönnen. Ich werde mit dem Podcast starten. Was natürlich auch irgendwie dazu passt. Und das ist auch ein Gedanke, den ich schon ganz, ganz lange mit mir rumtrage, einen Pinterest-Podcast zu machen. Und jetzt wird es halt ein Pinterest-Podcast für Podcaster.
Also das heißt, ich habe tatsächlich alles, was mein Business angeht, umgekrempelt. Wir haben einen Contentplan entwickelt, an dem ich mich entlanghangeln kann. Wir haben überlegt, was ich wann launchen möchte. Also sprich erst das Freebie, dann kommt der Podcast, dann kommt mein 1:1-Angebot. Und so haben wir quasi überlegt, wann soll was kommen und welchen Content brauche ich, um das quasi zu bewerben. Und ja, da ist auch mein Fahrplan. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich zu mehr fähig bin, als ich vorher gedacht habe, dass ich mir auch mehr zutrauen darf, dass es auch vollkommen okay ist, wenn ich groß denke, ja, solange man quasi nicht 5 Schritte überspringt, sondern das wirklich auch durchdenkt, welche Wege man gehen sollte oder ja, was man erreichen möchte. Und ja, also wichtig war für mich tatsächlich dieser Abschied vom Management, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das so viel Zeit kostet und auch Kraft kostet. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe mich da aber auch gut unterstützt gefühlt, weil ja, weil es einfach okay ist, wenn man sagt, dass man das eine abgibt, auch wenn es gerade gut funktioniert. Aber wenn es einen viel Kraft kostet, dann ist es durchaus auch sinnvoll, sich von Dingen zu verabschieden. Und ja, das fand ich unglaublich wertvoll, das einfach zu lernen. Was wirklich, wirklich bemerkenswert ist, ist dein Feedback. Also ich finde es sowieso total super, dass es so strukturiert ist, dass man quasi Input bekommt, dann Zeit hat, es umzusetzen, dann die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Mir gefällt der Hausaufgabenaspekt. Das bringt einen einfach definitiv in die Umsetzung. Und so brauche ich das auch. Also es nützt mir nichts, wenn mir jemand sagt, du kannst ja mal gucken, ob du, sondern nee, Hausaufgaben und der Heike eine E-Mail schreiben und die Hausaufgaben quasi übertragen. Und ja, was unglaublich wertvoll war, waren deine Feedback-Videos. Also das möchte ich auch wirklich nochmal herausstellen. Die waren mindestens immer eine Viertelstunde lang und es hat auch welche gegeben, die waren eine Dreiviertelstunde lang und da war so viel Inhalt drin. Also manche Videos habe ich mir tatsächlich schon 3 oder 4 Mal angeguckt, einfach um die ganzen Inhalte da irgendwie auch aufnehmen zu können. Und die Gruppe war super. Auch die Stimmung in der Facebook-Gruppe unglaublich gut. Und ja, es hat einfach super gepasst. Also das ganze Programm hat mir einfach richtig, richtig viel gebracht und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht.